Dankeschön. Herzlichen Dank. Vielen Dank, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier zu Kabarett und Kleinkunst bei Dreisat. Ich darf heute Abend wieder junge, aufstrebende Kolleginnen und Kollegen begrüßen. Und Sie wollen die fragen, wie geht es Ihnen eigentlich so? Also ich muss sagen, mir selber geht es hervorragend. Es muss mir gut gehen. Ich höre das von allen Seiten, weil ich bin der Krisengewinnler. Ich höre immer wieder, das ist doch toll jetzt für dich. Das sind doch tolle Zeiten fürs Kabarett, oder? Das ist doch super. Je schlechter die Lage, desto besser ist das ja fürs Kabarett. Je mieser die Menschen wirtschaftlich zurechtkommen, desto größer scheint ihr Bedürfnis nach geistiger Verwirrung zu sein. Zerstreuung, Zerstreuung, Zerstreuung. Afghanisch müsste man können. Was meinen Sie, was da jetzt an Bedarf an Kamera existiert? Aber warum nicht für alle Schweifer, das Schlechte liegt so nah, wir haben doch jetzt unsere echte, richtige Krise, meine Damen und Herren. In der Krise ist sich jeder selbst der Nächste, oder? Ja, wenn bei Opel 25.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, dann müssen sich der Klimawandel und die 50.000 Menschen, die jeden Tag auf dem Planeten verhungern, mal hinten anstellen. Fest steht, die Krise wird sensationell gemanagt, unsere Bundesregierung sehr professionell. Wann ist eine Krise jemals derart professionell gemanagt worden, meine Damen und Herren? Ich würde sagen, bei dem Management hat die Krise eine Riesenkarriere vor sich. Die Kanzlerin ist wie immer ein Schilfrohr in der Brandung. Angela Merkel legt sich ja nicht so gerne fest. Ja, sie ist ja jetzt auch nicht so der nassforsche Typ, so wie Obama, gewählt werden, einen Plan haben und das dann abarbeiten. Die Kanzlerin ist ja Physikerin, die kommt mehr von der Heisenbergschen Unschärferelation her. Auch Unbestimmtheitsrelation genannt. Die Merkel, die kommt, ist nicht saft und sagt, so machen das, die Merkel kommt erstmal rein und dann steht sie erstmal so da. Dann steht sie da. Und dann guckt sie so. Sie versucht der Krise ein Gesicht zu geben. Steht sie da, guckt sie so. Dann denke ich immer, die ist genauso gespannt, was sie gleich sagen wird, wie ich. So, guckt ihr da. Das große Ahnungslos der Woche. Wir hatten vor einem Jahr einen Wirtschaftsminister, der hatte keine Ahnung, dass eine Krise vom jetzigen Ausmaß überhaupt herstellbar ist. Jetzt haben wir einen Wirtschaftsminister, der hat keine Ahnung, wie man die Krise meistern oder vielleicht zumindest Gesellen oder Lehrlingen könnte. Nun ja, wir haben eine Sonderschullehrerin als Gesundheitsministerin. Wir haben einen Englischlehrer als Umweltminister. Jetzt haben wir halt auch wieder einen Wirtschaftsminister, der hat Jura und ein bisschen Politik und Soziologie studiert. Hauptsache keine Fachkenntnisse in Wirtschaft, meine Damen und Herren. Der wird ja im Kabinett unangenehm auffallen. Wie das dann im Kabinett zugeht, da haben wir jetzt so einen ganz kleinen Einblick bekommen. Haben Sie das mitbekommen, als der Gloß zurückgetreten ist? Das war interessant. Michael Gloß, der hatte ja nach 3,5 Jahren im Amt den ersten klaren Gedanken gefasst. Der ist morgens wach geworden und hat gesagt, hör mal, ich kann das eigentlich alles nicht und ich will das auch nicht mehr. Und der hatte ja sowieso den Job nur ungern übernommen, der ist ja da blöd reingekommen damals. Sie wissen noch, der Stoiber wollte nicht und da stand der Gloß gerade ungünstig rum und dann... Das ist dem von Gutenberg jetzt ja auch wieder passiert. Das ist ja, als Franke ist das gefährlich. Wenn Sie als Franke in einer falschen Situation gerade dumm irgendwo ungünstig rumstehen und wenn dann noch Lothar Matthäus sein Handy abgeschaltet hat, da kriegen Sie Jobs an die Hacke, von denen hatten Sie vorher nicht mal Albträume. Jedenfalls der Gloß, der hatte gesagt, ich will nicht mehr und dann haben Merkel und Seehofer haben mir erstmal gesagt, nein, nein, du bleibst. Den ganzen Tag lang, die haben den auch mal so einen Tag lang so richtig auflaufen lassen, noch mal einmal zappeln und verarschen, auch eine schöne Sache. Und dann durfte er doch zurücktreten und dann kam es, meine Damen und Herren. Am Tag nach dem Rücktritt hat er sie in der Fraktion ausgeheult. Das war leider nur so ganz klein in der Zeitung, aber sehr schön dieser Einblick. Da hat der Gloß rumgejammert vor der Fraktion. Ja, die Merkel hätte ihn ja sowieso nie so richtig ernst genommen, nicht? Und gerade jetzt in der Krise, habe sie ihn völlig ignoriert. Sie habe nur an den, wörtlich jetzt, nur an den Lippen von Steinbrück gehangen. Dabei müsse man dem auch jeden Satz aufschreiben. Als Heiner Geisler vor 2 Jahren erklärt hat, der Kapitalismus ist genauso gescheitert wie der Sozialismus, da hätten seine Parteifreunde ihn am liebsten so ein abgelegtes Zwangsjäckchen vor Westerwelle auftragen lassen.
Heute sieht man diese neoliberalen Marktfetischisten auf einmal in der Talkshow rumsitzen und debattieren, ist der Kapitalismus in der Krise oder ist der Kapitalismus die Krise? Nur in einem Punkt sind sie sich einig, die Krise war nicht vorhersehbar. Die jetzige Krise war definitiv nicht vorhersehbar, zumindest nicht für unsere Bundesregierung und die sie beratenden Wirtschaftsweisen, also Vollweisen sind das ja meistens. Ich sage immer, Wirtschaftsexperten, etwas Blöderes finden Sie in keinem Tierpark. Sie können an unseren Eliten sehr schön beobachten, dass wir unseren materiellen Reichtum nicht zuletzt mit geistiger Armut bezahlen. Dass die Schuldenblase wirklich platzen würde, wer hätte das denken können, nicht? Dass die Schuldenblase, der wir die Aufschwünge der letzten 25 Jahre verdanken, tatsächlich platzen würde, da konnte doch kein Mensch mit rechnen. Und jetzt sehen Sie auf einmal CDU und SPD-Politiker, die immer von freier Marktwirtschaft gefaselt haben und von Deregulierung, die rennen im Fernsehen rum und rennen und schimpfen über den Raubtierkapitalismus. Von der Gier der Manager ist die Rede. Hören Sie mal die Reden, als wenn der Teufel in Gestalt von Sarah Wagenknecht in die eingefahren wäre. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich rechne seit Jahren damit, dass es so eine große Krise mal geben wird, finanziell, mit der Schuldenblase. Aber dass Politiker mal derart Verstand annehmen könnten, damit hätte ich nie gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Womit ich auch nicht gerechnet habe, ist auf einmal ist ja überall Geld da. Haben Sie schon gemerkt? Vor einem Jahr noch, als es uns gut ging, vor einem Jahr hatten wir Aufschwung. Ne? Da haben unsere grenzdebilen Minister noch von Vollbeschäftigung gefaselt, vom Abbau der Staatsverschuldung. Da hatten wir überhaupt kein Geld, können Sie sich noch erinnern? Wenn Sie vor einem Jahr zu dem Steinbrück gegangen wären, hätten gesagt, Herr Steinbrück, rücken Sie doch mal 10 Millionen raus für ein paar Krippenplätze oder 10 Millionen für ein paar Pflegehelfer im Altersheim, da hätte der Steinbrück Sie genauso fassungslos angestarrt, als wenn Sie verlangt hätten, dass er nackt auf dem Tisch tanzen soll. Vor einem Jahr, als wir noch Aufschwung hatten, da konnten wir jeden Euro nur einmal ausgeben. Jetzt auf einmal Millionen? Was reden Sie von Millionen? Milliarden, meine Damen und Herren, drunter tun wir es doch gar nicht mehr. 100 Millionen Euro, das reicht bei der Hypo Real Estate gerade mal 2 Tage. Dann ist die Kohle weg. Der Steinbrück, der schmeißt mit dem Geld um sich. Unser Haushaltssanierer und Obersparstrumpf, der gibt im Augenblick Geld aus, das wir nie gehabt haben und auch nie haben werden. Wie bekämpft man eine Krise, die durch das Platzen einer riesigen Schuldenblase entstanden ist? Indem man neue Schulden macht, oder? Sehen Sie, und in der Medizin diskutieren die ernsthaft darüber ab, wann man hirntot ist. Vielen Dank. Kabarett an Karnevalssonntag. Ich weiß nicht, wie Sie das mit dem Karneval so halten. Karneval, ich stehe ja Drogenmissbrauch grundsätzlich tolerant gegenüber, meine Damen und Herren. Jeder soll das seinen Spaß haben. Und wie sagt schon der Geländewagenhersteller, das Leben ist nur im Suff zu ertragen. Jeder Jeck ist anders. Des einen Eule ist des anderen Nachtigall. Sehen Sie, es gibt ja auch Leute, die halten Roland Koch und Wolfgang Clement für anständige Menschen. Das muss man ja auch einfach mal so stehen lassen können, oder? Jeder hat da seine eigene Form von Humor. Das ist das Schöne an der multikulturellen Gesellschaft. Wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft. Sehen Sie, da haben Sie Schützenfestumzüge. Da haben Sie Rosenmontagszüge. Da haben Sie Frau-Leichnams-Prozessionen. Da haben Sie Love Parade, da haben Sie Christopher Street Day und die BAföG-Demo. Und diese ganzen Umzüge, die zeigen natürlich schon, dass wir ein gewaltiges Migrantenproblem haben. Wobei wir eben kein Zuwanderungsproblem, sondern ein Umherwanderungsproblem haben in Deutschland. In unseren Städten wandern ständig Menschen umher in großen Gruppen, die allen anderen völlig fremd sind. Und um das aushalten zu können, muss man eine gewisse multikulturelle Kompetenz entwickeln. Dazu gehört die Toleranz. Aber wenn man sie dann hat, ist man auch gestärkt im Kampf der Kulturen. Sehen Sie, viele haben ja Angst, dass eines Tages bei uns die Kopftücher zahlenmäßig stärker vertreten sind als die Pappnasen, sag ich mal. Und die Angst habe ich gar nicht. Denn sehen Sie, im Kampf der Kulturen tritt doch die islamische Welt mit einer einzigen Kultur an. Das ist die islamische Religion. Wir Deutschen aber, wir können auf eine multikulturelle Kampftruppe zurückgreifen. Bei uns kämpft die Popkultur Rücken an Rücken mit dem Musikantenstaat. Bei uns stehen diverse Religionsgemeinschaften neben Atheisten, Nihilisten, Anarchisten, Karnevalisten und Journalisten. Sehen Sie, wir haben Kommunisten, wir haben Kapitalisten, wir haben Sozialisten und die, die sich nicht entscheiden können, also Sozialdemokraten.
Das ist doch großartig, dieses Multikulturelle. Sehen Sie, wir sind doch kulturell so breit aufgestellt, dass eine feindliche Übernahme durch eine einzige fremde Kultur eher unwahrscheinlich ist. Also seien wir froh über die multikulturellen Aspekte in Deutschland. Was wäre auch das Gegenteil von Multikultur? Monokultur, oder? Monokultur, da ist noch jede Zivilisation dran kaputt gegangen. Inzucht, das kennen Sie von europäischen Adelshäusern. Da stehen Sie dann eines Tages vor Prinz Charles oder Prinz Pipi Prügel von Hannover oder so. Ne? Aber wir sind multikulturell und wir sind dankbar, dass wir multikulturell sind, meine Damen und Herren. Ja, darauf sollten wir wirklich stolz sein in diesem Land, weil es wird uns ermöglichen, uns gegen diese Monokultur langfristig auch durchzusetzen. Natürlich haben wir Leute, danke, das ist doch, nein. Natürlich gehört diese gewisse Toleranz dazu. Ja? Sehen Sie, wenn ich meine multikulturelle Toleranz mal so richtig ausleben will, dann greife ich zum Beispiel zu diesem vielgelesenen Presseorgan, bei dem ich mich immer frage, seit wann Körperöffnungen zu Organen zählen. Und da lese ich dann zum Beispiel, jetzt nach der Hessenwahl, lese ich dann, dass die Linken, also das Tolle ist, die zählen ja die SPD zu den Linken. Die Linken hätten eine Schmutzkampagne gegen Roland Koch gefahren. Das muss man sich mal vorstellen. Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Und jeder Dreck braucht eine Schleuder, die ihn verbreitet, meine Damen und Herren. Sehen Sie, das... Aber so sind sie, die Roland Kochs dieser Welt. Schamlos pissen sie in der Öffentlichkeit gegen den Wind und jammern dann rum, wenn ihre eigene Hose dabei nass wird. Womit wir endgültig bei den Ganzjahreskarnevalisten angekommen sind. Unsere Ganzjahresjecken, die treffen, die halten ihre Sitzungen ab in diesen Plenarsälen. Da werfen sie mit ollen Kamellen um sich, an denen sich das Volk die Zähne ausbeißen darf. Im Parlament werden wunderbare Witze erzählt. Kennen Sie den Witz von der Riester-Rente? Kennen Sie den? Großartig. Kommt ein Mann, der sich 30 Jahre lang die Riester-Rente vom Mund abgespart hat als Geringverdiener, kommt er mit 67 zum Sozialamt und da kriegt er zu hören, dass mit der Riester-Rente hätten sie sich sparen können. Das war gut, Daniel, oder? Jetzt haben die von Monitor denen die Pointe geklaut. 30 Jahre zu früh erzählt. Ist natürlich doof. Der Monitor hat den Geringverdiener erklärt, dass sie im Grunde für den Arsch riestern. Also für den Arsch, der ihnen die Rente verkauft hat. Und der Erfinder der Riester-Rente, der kennen Sie noch, dieser schlecht verfugte Fliesenleger. Mein Gott, Walter Riester, der hat sich tierisch aufgeregt. Haben Sie mitbekommen? Der hat sich nicht aufgeregt, weil er endlich begriffen hat, was er da für ein Gesetz gemacht hat. Nein, der hat sich aufgeregt, weil Monitor den Leuten das erklärt hat. Und das ist gute politische Tradition. Wolfgang Clement zum Beispiel, der hat damals Hartz IV gemacht. Können Sie sich an den erinnern? Das erste Gesetz von Hartz IV, die erste Version, da konnten 17-Jährige, die keinen Bock mehr auf zu Hause hatten, ausziehen und Hartz IV beantragen. Als die ersten jungen Leute das machten, weil sowas spricht sich auf dem Schulhof hier rum. Schneller als binomische Formel. Ne? Als die ersten jungen Leute auszogen, da schimpfte der Clement im Fernsehen rum. Meinen Sie, der Clement hätte geschimpft, welcher gottverdammte Vollidiot hat denn dieses völlig bescheuerte Gesetz gemacht? Nein, der Clement hat die jungen Menschen beschimpft, die das Gesetz in Anspruch genommen haben, weil sie es im Gegensatz zu ihm offenbar gelesen hatten. Und dieses Schimpfen auf die Jugend, das ist bei uns traditioneller Bestandteil der deutschen Alterskriminalität. Unter uns, die Jugend hat noch nie was getaucht, oder? Das war schon immer so. Das war schon zu meiner Jugend so. Und die Jugend heute, die interessiert sich doch für gar nichts mehr, oder? Und für Politik interessieren sich junge Leute schon gar nicht mehr. Und deshalb heißt es, gibt es ja auch keine jungen politischen Kabarettisten mehr. Sehen Sie, wer so redet? Der hat von Kabarett genauso viel Ahnung wie Politiker vom Leben außerhalb der Bannmeile.
Natürlich gibt es junge Kollegen, die sich mit Politik beschäftigen im Kabarett, meine Damen und Herren. Menschen in die Politik gegangen, weil sie sonst nirgendwo mitspielen durften. Ja, glauben Sie allen Ernstes, Roland Koch hätte mit 17 Jahren freiwillig extra einen noch nicht existierenden CDU-Ortsverband in seinem Dorf gegründet, wenn man den irgendwo anders hätte mitspielen lassen. Haben Sie das Foto mal gesehen, wie der Koch damals ausgesehen hat? Es gibt dieses Foto, wo der mit 17 da steht. Da sieht er schon genauso aus wie heute. Der hat denselben Anzug an, dieselbe Krawatte, derselbe Charme springt ihm aus dem Gesicht. Der Mann ist niemals jung gewesen, deshalb schimpft er auf alle jungen Leute. Das ist doch völlig klar. Wenn man das Bild sieht, kann man sich genau vorstellen, wie der Koch damals in der Tanzschule keine abgekriegt hat. Und jetzt erlebt er das wieder. Die Ypsilanti will ihn ja auch nicht. Die Ypsilanti will ihn. Seine eigenen Parteifreunde wollen nicht wirklich mit ihm spielen. Haben diesen Scheidungsbrief in der Zeit geschrieben. Da, ne? Hat sich jetzt Ole von Beust wieder von seinem eigenen Brief distanziert. Ole von Beust hat sich jetzt wieder hinter Roland Koch gestellt. Aber nur, damit er dem Koch nicht in die Augen gucken muss, wenn er über ihn herzieht. Nur die Merkel. Aus irgendeinem Grund hat die Merkel Verständnis für Roland Koch, meine Damen und Herren. Und die hat ja gesagt, es wäre die staatsbürgerliche Pflicht von Frau Ypsilanti, sich mit Roland Koch einzulassen. Naja, die Merkel. Die hat doch bloß Angst, dass der Koch, weil das in Hessen schief geht, bei ihr am Kabinettstisch landet, meine Damen und Herren. Das ist doch die Angst von der Merkel. Und so weit geht die Vaterlandsliebe von der Angela Merkel dann halt auch nicht. Aber einer muss sich doch erbarmen, oder? Eine muss ich doch nehmen, die Ypsilanti oder die Merkel. Wie hat man früher jungen Frauen in so einer Situation geraten? Mach die Augen zu und denk an Deutschland. Ich meine, wenn es Menschen gibt, die freiwillig im Dschungelcamp sich da mit allerlei unappetitlichem Getier, da muss es doch auch Leute geben, die freiwillig bereit sind, mit Roland Koch sich an einen Kabinettstisch zu setzen. Vielleicht kann der Koch ja auch selber mal den Gentleman spielen und dahin gehen, wo ihn die Wähler hingeschickt haben, nach Hause. Das wäre auch eine Möglichkeit. Der Mann kann doch in Rente gehen, oder? Der kann den Rest seines Lebens prima in der Münchner U-Bahn auf Streife fahren. Das wäre doch eine schöne Aufgabe. Das wäre doch was. Vom Feldherrenhügel an die Front, meine Damen und Herren, quasi. Und der Roland Koch könnte sich das mit der Rente locker leisten. Als Politiker kann man sich das leisten. Als Normalsterblicher können sich die Rente nicht mehr mit 65 mehr leisten. Wenn Sie heute in Rente gehen und Sie haben 35 oder 40 Jahre lang als Verkäuferin oder als Sekretärin gearbeitet, dann gehen Sie mit 850 Euro im Monat in Rente. Das ist eine realistische Zahl. 58 Euro im Monat. Da machen Sie erstmal ein Fass auf, oder? So, dann kündigen Sie am besten Ihre alte Wohnung und ziehen in das Fass. Denn jetzt kommt 10 Jahre lang keine Rentenerhöhung, oder wenn, dann eine, die man mit der Lupe suchen muss. Dafür 10 Jahre lang Preissteigerung, Inflation, 2% jedes Jahr. Letztes Jahr war das sogar 2,7%. Sie sagen, es ist alles noch viel teurer geworden. Ja, aber das bilden Sie sich ja nur ein. Das hat der Michael Gloß gesagt, das sei gefühlte Inflation. Und das muss man statistisch auch sauber sehen. Natürlich, Butter ist 34% teurer geworden, haben Sie recht. Benzin ist 15% teurer geworden, Strom ist 10% teurer geworden. Bäckereiprodukte 10% teurer geworden. Ja, aber zum Beispiel Flachbildfernseher, die sind billiger geworden. Und Drucker und Computer auch. Das heißt, wenn Sie als mündiger Bürger die Inflation vermeiden wollen, müssen Sie nur die richtigen Produkte kaufen. Warum schmieren Sie immer Butter aufs Brot? Schmieren Sie mal einen Drucker aufs Brot, ist doch kein Problem. Michael Gloß, wieso ist der bei uns Wirtschaftsminister geworden? Weiß das einer? Lothar Matthäus hätte doch auch Zeit gehabt. Ich meine.
An einem Begriff wie der gefühlten Inflation erkennen Sie, dass unsere Politiker keinen Bezug mehr zum Alltag haben, in dem ihre Wähler leben. Meine Damen und Herren, kämpfen Sie auch so mit diesen neuen Wortungetümen, mit diesen neuen Ausdrücken, mit denen man uns immer quält. Wenn Sie zum Beispiel hören, das biometrische Risiko des Einkommensmangels infolge Langlebigkeit. Wissen Sie da spontan, wovon die Rede ist? Das biometrische Risiko des Einkommensmangels infolge von Langlebigkeit, das klingt wie ein Romananfang von Günter Grass. Ist aber von Rürup. Ja? Einkommensmangel infolge Langlebigkeit ist Rürup-Sprache für Altersarmut. Großartig, oder? Wir müssen uns an so viele neue Ausdrücke gewöhnen. Ja, wir dürfen ja nicht mal Unterschicht sagen, haben Sie mitbekommen. Unterschicht ist diskriminierend, also zu eindeutig. Jetzt müssen Sie Prekariat sagen. Sie müssen Prekariat sagen, damit die Unterschicht nicht merkt, wenn wir über Sie sprechen. Sie dürfen auch nicht mehr Deppen oder Idioten sagen. Sie müssen sagen, bildungsferne Schichten. Das ist sehr elegant formuliert, bildungsferne Schichten. Es gibt demnächst auch keine Armen mehr, da gibt es einkommensferne Schichten. Und wer so redet, ist nicht blöd, der ist geistig herausgefordert. In Zeiten, in denen Arbeitnehmer nicht mehr entlassen oder freigesetzt werden, ist man extrem geistig herausgefordert, meine Damen und Herren. Früher das Unmögliche nannte man früher die Quadratur des Kreises. Heute nennen wir das große Koalition. Da erwarten die Leute sinnvolle Kompromisse. Wie soll es gehen? Ein Fußballer und ein Handballer können sich nicht darüber einig werden, mit welchem Körperteil man den Ball nicht berühren kann. Oder darf. Das muss man sich doch entscheiden für eine Sportart, oder? So gibt es doch Themen, da gibt es keine Kompromisse. Mindestlohn. Was wollen Sie da Kompromisse machen? Entweder Sie sind dafür, dass Menschen, die arbeiten gehen, von dem Lohn, den sie kriegen, auch leben können. Also entweder Sie sind für Mindestlohn oder Sie sind ein Arschloch. Da kann man doch keine Kompromisse machen. Aber wir müssen diese ganzen neuen Ausdrücke lernen. Wir sagen nicht mehr Lehrling, wir sagen Azubi. Wir sagen nicht mehr Sklave, wir sagen Hausfrau. Wir sagen nicht mehr Verarschung, wir sagen parlamentarische Demokratie. Und kennen Sie schon das neue Kürzel für raffgieriges, asoziales Pack? Nokia. Aber über Nokia schimpfen, ja. Über Nokia schimpfen ist auch wieder bildungsfern. Denn Nokia erfüllt nur seine Aufgabe. Die Aufgabe von Nokia ist ja nicht, Arbeitsplätze herzustellen oder zur Verfügung zu stellen. Die Aufgabe von Nokia besteht darin, für die Nokia-Aktionäre das biometrische Risiko des Einkommensmangels infolge von Langlebigkeit zu minimieren. Das ist die Aufgabe von Nokia. Wir haben dieses demografische Problem in Deutschland. Wir Deutsche sterben aus. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was dem Planeten vor der Klimakatastrophe noch passieren kann, wenn die Deutschen aussterben. Haben die Afrikaner schon gesagt, wenn die Deutschen nicht mehr sind, dann wollen wir auch nicht mehr. Ne? Das sehen die Schweizer völlig anders übrigens. Ja? Die Schweizer sagen nicht, die Deutschen sterben aus. Die Schweizer sagen, es gibt zu viele Deutsche in der Schweiz. In der Schweiz gibt es eine Diskussion, die sagen, es gibt eine Überfremdung durch zu viele Deutsche in der Schweiz. Ja, wir Deutschen sind praktisch in der Schweiz die Türken. Damit wir es hier nicht falsch verstehen, wir reden über die Altersarmut ab 2030. Das heißt, einige im Saal können sich entspannt zurücklehnen. Die Gnade der frühen Geburt, ist auch mal schön. Ja, wer jetzt schon in Rente ist, der hat ja eine Rente. Die Leute sind früher mit bis zu 60% vom letzten Netto in Rente gegangen. Aber die Altersarmut, die auf uns zukommt, verdanken wir einer rot-grünen Rentenreform von 2004. Alle schimpfen, dass sie bis 67 arbeiten müssen. Viel schlimmer ist, das Renteniveau wird jedes Jahr ein Stückchen weiter abgesenkt. Rot-Grün hat beschlossen, dass das Renteniveau abgesenkt wird, bis ab dem Jahr 2030 die Menschen dann nur noch mit 43% vom letzten Netto neu in Rente gehen. Die Rentenformel ist ja so kompliziert gehalten, dass man es selbst nicht nachrechnen kann, das ist ja auch klar. Aber Pi mal Daumen kann man sagen, 43% vom letzten Durchschnittsnetto. Sie können ja jetzt schon mal von Ihrem jetzigen Netto 43% nehmen, mal kurz überschlagen, ob sie dann weiter wohnen können oder sie aufs Essen konzentrieren müssen. Wie hoch die Löhne und die Renten sein werden in 2030, weiß ich nicht. Die Löhne können steigen bis dahin. Aber meine Erfahrung lehrt, wenn die Löhne steigen, steigen die Preise auch. Das heißt, die Kaufkraft bleibt die gleiche. Wir können also auch die Zahlen von heute nehmen, da wissen wir, wovon wir reden. Armut definieren die heute so. Wenn ein Single weniger als 850 Euro im Monat zur Verfügung hat, gilt er als arm. Ab 855 Euro sind sie schon Teil der Mittelschicht. Ich liebe Statistik. Ja, irgendwo muss eine Grenze sein und knapp vorbei ist auch daneben. Hartz IV. Hartz IV ist
399 oder knapp jetzt inzwischen 401 Euro im Monat bar auf die Hand und dazu dann der Mietzuschuss. Da kommen Sie auf etwas über 700 Euro insgesamt. Im Alter bekommen Sie nicht Hartz IV. Wenn Sie im Alter bedürftig sind, dann bekommen Sie etwas, das heißt offiziell bedarfsorientierte Grundsicherung, kurz GRUSI genannt. Das ist ein bisschen weniger als Hartz IV, weil im Alter isst man nicht mehr so viel. Deshalb bedarfsorientiert. Grundsicherung liegt im Augenblick bei 698 Euro im Monat. Plus minus 3-4 Euro von Bundesland zu Bundesland verschieden. So, jetzt nehmen wir mal normales Bruttoeinkommen von heute, 2000 Euro brutto. Da gehen Sie als Single mit 1400 Euro netto nach Hause. Nehmen Sie von den 1400 Euro mal die 43%, da kommen Sie auch ohne Taschenrechner auf GRUSI. Jetzt muss ich Ihnen nur noch verraten, dass 40% der Deutschen 2000 Euro brutto oder weniger verdienen. Da wissen Sie, dass 40% sich später auf Altersarmut freuen dürfen. Das habe ich in 20 Sekunden ausgerechnet, mit Informationen, die man in 10 Sekunden googeln kann. Da haben die im Arbeitsministerium damals 8 Monate dafür gebraucht, um herauszufinden, dass nicht 25%, sondern 40% betroffen sind. Als sie es herausgefunden hatten, stand die Merkel eine Woche später im Bundestag und sagte, ich leite die erfolgreichste Bundesregierung seit... Die haben ja das wieder nicht erzählt. Und wissen Sie, wer damals das Arbeits- und Sozialministerium geleitet hat, wer die Ministerin damals war? Ulla von der Leyen, natürlich. Und wissen Sie, was die zum Thema Altersarmut gesagt hat, wörtlich? Was heißt denn die Altersarmut? Die Leute haben doch die Riester-Rente. Ja, wir haben die Riester-Rente. Ja, was nützt Ihnen das? Rot-Grün hat die Riester-Rente so gemacht, wenn Sie Grundsicherung bekommen, wird die Riester-Rente darauf angerechnet. Ja, da fällt Ihnen direkt der Glas aus der Hand, ne? Ja. Sie kommen inklusive ihrer mühsam zusammengesparten Riester-Rente dann auf Grundsicherung. Das ist das rot-grüne Riester-Rentengesetz. Jetzt ist doch die Frage, weiß die von der Leyen das nicht? Dann ist sie doch intellektuell gesehen eine Schwester von Beckenbauer. Das ist noch die freundliche Unterstellung. Denn die Alternative ist, dass sie es weiß und den Satz trotzdem gesagt hat. Was sie dann ist, das darf ich auf der Bühne gar nicht offen aussprechen. Das müssen sie sich selbst zusammenbasteln. Es kommen die Worte Loch, Dumm und Arsch drin vor. Und sie müssen noch ein S reinfummeln. Da hätte ich gerne einen Untersuchungsausschuss zu, um zu wissen, ob die von allein das gewusst hat oder nicht, meine Damen und Herren. Das wäre mal ein interessantes Thema. Die Riester-Rente ist die größte Volksverarschung, die jemals in diesem Land organisiert worden ist. Und zwar von Rot-Grün. Wir wollen das bitte nicht vergessen. Wer 2000 Euro brutto oder weniger verdient und Riester hat hinterher Grundsicherung, wenn nicht, Riester hat auch Grundsicherung. Die Riester alle komplett für den Arsch. Und der Arsch hat auch einen Namen. Walter Riester. Einer der großen Arbeiterverräter, die die SPD hervorgebracht hat. Da gibt es eine ganze Menge von. Walter Riester, der schlecht verfugte Fliesenleger. Die Stiftung Warentest hat relativ schnell nach Einführung der Riester-Rente ausgerechnet, dass alles, was wir an Steuergeld in die Riester-Rente reinblasen, denn damit werden sie ja gelockt. Ne, musst du machen, Riester-Rente, kriegst du ein paar hundert Euro Zuschuss im Jahr, musst du mitnehmen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wo der Staat das Geld hernimmt, was er Ihnen da dazu tut? Könnte das aus Ihren Steuergeldern stammen? Also so genau wollen Sie das auch nicht wissen. Ne? Der Deutsche kann das trennen. Der Deutsche kennt einen bösen Staat, den ihm alles abnimmt, und einen guten Staat, der ihm was dazu tut. Und diese beiden Staaten haben nichts miteinander zu tun, meine Damen und Herren. All die Milliarden, die wir jedes Jahr über die Steuergelder in die Riester-Rente reinblasen, kommen überhaupt nicht bei den Sparern an. Dieses Geld versickert komplett in den Taschen der Versicherungsvertreter in Form von Abschlussgebühren und Provisionen oder in den Taschen der Versicherungskonzerne. Das ist offiziell durchgerechnet. Die Sendung Monitor hat da schon vor Jahren darüber berichtet. Der Walter Riester, der hat persönlich von der Riester-Rente profitiert. Der hat nämlich Vorträge gehalten über die Riester-Rente. Für ein paar hunderttausend Euro, noch zu seiner Zeit als Minister, ja, da hat man ja was zu tun, ne? Als Minister, wenn man keine Lust mehr hat auf Nasenbohren, hält man Vorträge. Sie kennen doch den Kurs für gehobenes Gelaber von SPD-Schwachmaten. 10.000 Euro die Stunde. Steinbrück bei den Banken, Riester bei den Versicherungsgesellschaften. Er hat Vorträge gehalten bei den Versicherungsgesellschaften über die Riester-Rente für 10.000 Euro die Stunde. Was glauben Sie denn, wovon die das bezahlt haben?
von ihren Riester-Rentenbeiträgen. Sie glauben immer noch, sie sparen fürs Alter. Davon machen die Bunga Bunga in Budapest. Riester-Rente ist voll Verarschung, auch für die Leute, die mehr verdienen. Das haben wir Versicherungsmarkt dazu geschickt, diese Informationen. Auch da geht es anständigen Menschen drin, wenn sie sagen, sowas verkaufe ich nicht. Wenn sie das, was sie in die Riester-Rente eingezahlt haben, wenn sie das in 30 Jahren nur das Geld wiederhaben wollen, müssen sie hinter 85 Jahre alt werden, mindestens. Denn vererben können sie die Riester-Rente nicht. Witwen Riester ist nicht. Sie werden 85 oder die anderen haben gewonnen. Haben sie eine schöne Wette abgeschlossen. Wenn sie das, was sie eingezahlt haben, mit 3% Rendite wiederhaben wollen, müssen sie schon 95 Jahre alt werden. Finde ich ambitioniert. Wenn Sie das, was Sie eingezahlt haben, mit Inflationsausgleich wiederhaben wollen, müssen Sie Hees das mit Nachnamen heißen. Das ist eine riesen Volksverarschung, von Rot-Grün organisiert und von denen bis heute verteidigt. Die sind bis heute nicht bereit, sich von der Schweinerei zu distanzieren. Im Gegenteil, die rufen immer noch dazu auf, die Leute sollen privat, kapitalgerecht Altersversorgung betreiben. Und selbst wenn der Mindestlohn jetzt kommen sollte, er wird nicht für alle kommen und auch nicht sofort. Aber gehen wir mal davon aus, 8,50 Euro die Stunde, da weiß ich doch, wie soll man das bezahlen? Ne? Wissen Sie, was das umgekehrt heißt, 8,50 Euro die Stunde für jemanden, der dafür arbeiten geht? Wir reden von 1.000,50 Euro netto im Monat für einen Single. Das ist dann der Mindestlohn. Da weiß man gar nicht, wohin mit der Kohle. Ne? Und wenn einem dann noch jemand empfiehlt, davon noch eine kapitalgedeckte Altersversorgung abzuschließen, meine Damen und Herren, dann muss er für das Wort Arschloch eine Steigerung finden. Ich schlage offiziell Sozialdemokrat vor. Diese Volksverarschung, dass die Zeitungen dafür Werbung machen, das kann ich verstehen. Wer schaltet denn Anzeigen in der Zeitung? Banken und Versicherungsgesellschaften, also die, die von der ganzen Sache profitieren. Die Zeitungen, die sind doch Teil des Verarschungssystems. Das ist doch nicht Teil der Aufklärung. Genau, sogar die öffentlich-rechtlichen Nachrichten verarschen uns inzwischen von morgens bis abends. Allein diese große Lüge jeden Monat, die Zahl der Arbeitslosen. 3 Millionen Arbeitslose, haben sie uns so lange eingehämmert, das glauben doch alle. 3 Millionen Arbeitslose, ja wie super. Wir kommen super durch die Krise in Europa. Und da kommt der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, den Namen können Sie auch mal merken. Einer der Stars der Grünen in Baden-Württemberg, Herr Boris Palmer. Und er sagt im Interview, wenn wir die Hartz-IV-Gesetze wieder zurücknehmen, dann haben wir wieder 5 Millionen Arbeitslose wie damals. Die haben wir im Augenblick auch, du Öko-Brüderle. Was ist denn mit den Grünen passiert? Wenn ich den Özdemir reden höre, dann mache ich die Augen zu und höre den Rösler. Die Grünen erzählen mir jetzt wirtschaftspolitisch denselben Schwachsinn, den die FDP mir 20 Jahre lang um die Ohren gehauen hat. Und ich habe begriffen, was die alten Leute meinten, wenn die sagten, das ist dasselbe in Grün. Drei Millionen Arbeitslose, ja, das ist die offizielle Zahl aus der Statistik. Da gibt es aber noch 1 Million Menschen, die arbeitslos ist. Also die ist nicht arbeitslos, die hat keine Stelle. Das ist eben der Unterschied. Die sind in Umschulung und Fortbildung. 1 Million Deutsche ist permanent in Umschulung und Fortbildung. Früher waren die in der Arbeitslosenstatistik mit drin. Jetzt sind die outgesourced. Wir haben 3 Millionen Arbeitslose und 1 Million ohne Arbeit. Wenn Sie über 58 sind und keine Stelle haben, sind Sie auch nicht in der Arbeitslosenstatistik. Dann sind Sie für das Amt noch nicht tot, Sie sind noch nicht in Rente. Sie sind im Schattenreich. Die Menschen, die arbeitslos gemeldet und erfasst sind und krankgeschrieben sind, werden in der Woche, in der sie krankgeschrieben sind, auch noch aus der Arbeitslosenstatistik rausgerechnet. Meine Damen und Herren, wir haben kein Geld, um Lehrer und Krankenschwestern zu bezahlen. Wir bezahlen aber Menschen dafür, dass sie jede Woche noch die Kranken aus der Arbeitslosenstatistik rausrechnen. So, Herr Palmer, dann kommen wir jetzt noch zu den Aufstockern. Wollen Sie mir erzählen, dass jemand, der 4 Stunden Arbeit die Woche Arbeit hat? Das sind da Arbeitslose, die umetikettiert sind. Da geht es doch nur um die Kosmetik. 1,4 Millionen Aufstocker sind eigentlich auch arbeitslos. Da haben wir wieder die 5,5 Millionen Arbeitslose. Und da kommen noch die Leiharbeiter, die dank Rot-Grün dauerhaft Leiharbeiter sind. 1 Million Menschen arbeiten zum Teil für die Hälfte von dem, was ihnen eigentlich zustehen würde, wenn sie fest angestellt wären.
Und dann kommen die ganzen tollen neuen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze, wo sie mal Werbung machen. Wir haben so viele neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen. Ja, ja, das stimmt. Es gibt 6 Millionen Deutsche, die haben eine volle Stellung, kommen nicht mal auf 10.000 Euro brutto im Jahr. Das sind die im Augenblick für 5, 6 Euro die Stunde arbeiten. 833 Euro brutto im Monat für eine volle Stelle. Da zahlen sie keine Steuern von, dafür ist zu wenig. Aber Sozialversicherungsbeiträge dürfen sie abdrücken. Das ist doch das Tolle, dass das sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze sind. Sie geben noch 20% ab von Ihren 833 Euro für Arbeits- und Krankenrenten- und Pflegeversicherung. Ziehen Sie mal 20% von 833 ab. Wir reden von 13 Millionen Menschen, denen wir keine Stelle anbieten können, wo mehr als Hartz IV darum kommt. Deutschland geht es gut, das ist ein Grund zur Freude. 25% der erwerbsfähigen Bevölkerung können wir in diesem Land keine Arbeit mehr anbieten, von der man eine Perspektive entwickeln kann, geschweige denn sie eine Familie aufbauen können. Ich leite die erfolgreichste Bundesregierung Seite und keiner holt Mutti da raus und sagt, aufwachen, aufwachen. Was? Und ich bin auch froh, dass Sie wirklich alle da sind. Das ist ja nicht selbstverständlich in diesen Zeiten. Sehen Sie, wo keiner weiß, wer morgens von der Steuerfahndung wieder abgeholt wird. Aber ist das nicht herrlich? Kommt da nicht so eine klammheimliche Freude auf, wenn die Reichen jetzt um ihr mühsam in Sicherheit gebrachtes Schwarzgeld zittern müssen? Und alles nur wegen dieses unglaublich hohen Spitzensteuersatzes? Leiden Sie da auch so drunter? Haben Sie überhaupt eine Ahnung, was das bedeutet, Spitzensteuersatz? Warum lebt der Schuhmacher nicht in Deutschland? Der Schuhmacher hat 80 Millionen Euro im Jahr. Davon müsste der in Deutschland 40 Millionen Euro abgeben. Können Sie sich sowas vorstellen? Stellen Sie mal vor, Sie müssten jedes Jahr 40 Millionen Euro einfach so weggeben. Jedes Jahr, da kommen Ihnen dermaßen die Tränen, dass Sie das, was überbleibt, gar nicht mehr sehen können, meine Damen und Herren. Das ist das Schicksal dieser Superreichen. Und deshalb... Deshalb hat dieser Erbprinz aus Liechtenstein, dieser Chefhehler da, der hat ja gesagt, wir Deutsche würden unsere Reichen praktisch zwingen, durch den Steuersatz kriminalisieren, durch den hohen Steuersatz. Das Gefühl kennen Sie nicht aus dem Kaufhof, wenn es so teuer ist, dass Sie sich gezwungen fühlen zu klauen. Der Erbprinz von Liechtenstein hat gesagt, die Steuergesetze in Deutschland wären schuld. Die Gesetze sind schuld, dass die Menschen kriminell werden, meine Damen und Herren. Wer hätte das gedacht? Sagt der Chef, Sie kennen diese Hehlerbande da in Liechtenstein, ne? Eine 32.000 Mann starke Hehlerbande. Ja, Liechtenstein hat 32.000 Einwohner. Die leben nur von der Verwaltung des geklauten Geldes anderer Leute. Eine wunderbare Hehlerbande, ja? Okay, die arbeiten nicht nur mit so zwielichtigen Leuten wie Zumwickel zusammen, ne? Die beraten auch seriöse Leute wie Drogenbosse und Schweinediktatoren bei der Geldanlage. Also ein super Geschäftsmodell, oder? 32.000 Einwohner, davon arbeiten 16.000 in der Bank. Ein souveräner Staat mit 32.000 Einwohnern. Ein Stadtteil von Mainz erklärt sich zum souveränen Staat und macht eigene Gesetze. Ist der Wahnsinn, oder? Das könnten Sie ja eigentlich auch machen. Überlegen Sie mal. Ich meine, die Nummer mit den Steuergesetzen ist schon vergeben. Aber Sie können doch sagen, wir erklären Mainz-Lerchenberg zum Staat und dann sagen wir, bei uns ist Ehegattenmord straffrei, sagen wir. Was meinen Sie, was die Tourismus kriegen hier, ne? Aber das Thema Steuer und Deutsches passt einfach nicht zusammen. Das ist das große Problem. Der Deutsche fühlt sich immer ausgezogen vom eigenen Finanzamt. Der Deutsche steht vor mir und sagt allen Ernstes, ich arbeite ja jedes Jahr ein halbes Jahr nur für den Staat. Und jedes Jahr ein halbes Jahr. Haben Sie das dumme Schwein schon mal getroffen, für das Sie da arbeiten? Nee? Dann gucken Sie mal morgens in den Spiegel. Ja, hallo, wir sind nicht Papst, wir sind Staat. Wir alle. Der Steinbrück frisst das Geld gar nicht persönlich auf. Gut, bei den Landesbanken wird schon mal was geschreddert. Aber das meiste verbrauchen Sie immer noch selber. Ja, zum Beispiel, wenn Sie Straßenbahn fahren. Haben Sie das mitbekommen? Als jetzt die Verkehrsbetriebe in Berlin gestreikt haben, da hat der Staat Berlin jeden Tag 1 Million Euro Steuergelder gespart. Durch den Streik. Nur durch den Nahverkehr. Überlegen Sie mal, man könnte die Haushaltsprobleme Berlins lösen, wenn die dauerhaft streiken würden. Okay, um die 60 Milliarden Euro Schulden von Berlin zu tilgen, müssten die natürlich 60.000 Tage streiken. Das wären 165 Jahre. Das zieht sich. Ungefähr.
Ungefähr so lange, wie es dauern wird, bis in Hessen wieder eine funktionsfähige Regierung zur Verfügung steht. Was heißt wieder in dem Zusammenhang? Ich meine. Sagen Sie, die Hessen müssen sich doch voll verarscht fühlen, oder? Warum sind die Hessen wählen gegangen? Kann mir das mal einer erklären? Die haben sich eine neue Regierung bestellt und die wird einfach nicht geliefert. Nee, heißt es, das bestellte Modell sei nicht auf Lager. Da will ich so machen. Nun sind die politischen Lager in Hessen ja traditionell derart verfeindet untereinander, dass sie außer Munition gegen den Gegner in den Lagern sowieso nichts wiederfinden. Die können sich untereinander alle da nicht ausstehen. Das könnte mir als Wähler ja eigentlich noch egal sein, oder? Ja, hören Sie mal, im Flugzeug interessiert mich doch nicht, ob der Pilot und der Co-Pilot sich gut verstehen oder nicht. Ich habe einen Flug gebucht, die soll mich dahin bringen. Das ist da beim Wählen auch so. Ich buche einen Flug, einen Blindflug meistens beim Wählen, okay. Aber die Parteien sagen doch schon ungefähr, wo es hingehen soll. Wir sagen mal so, die SPD sagt, wir fliegen sie nach Süden, die CDU sagt, wir fliegen sie nach Norden. Da sage ich, ich möchte nach Süden, also wähle ich SPD, den Flug mit der SPD. Wenn ich Glück habe, haben die anderen auch alle Süden gewählt als Reiseziel, sitzen wir schön im Flugzeug, sagt die SPD. Wir begrüßen Sie hier als neuer Piloten, die SPD auf dem Pilotensitz. Wir haben versprochen, Sie nach Süden zu fliegen. Das lässt sich auch machen, nur leider nur, wenn wir einen Co-Piloten mit an Bord nehmen, der ein bisschen streng riecht. Wir haben auch versprochen, dass wir mit dem niemals fliegen wird, aber ohne den kommen wir nicht nach Süden. Es tut uns furchtbar leid. Wir machen folgenden Vorschlag. Wir hier im Cockpit halten uns alle die Nase zu. Für Sie hinten in der Kabine ändert sich ja eigentlich nichts, weil wir fliegen Sie ja genau wie versprochen nach Süden. Dann lehnen Sie erstmal alle noch entspannt zurück. Und dann kommt 3 Minuten später die Durchsage aus dem Cockpit. Hier ist der Pilot, die SPD, es tut uns furchtbar leid, wir können jetzt doch in den Süden fliegen. Unsere Aushilfsstewardess Frau Metzger hat in ihrer Handtasche ein unbenutztes Gewissen gefunden. Und das verbietet ihr, sich die Nase zuzuhalten. Wir geben den Pilotensitz also zurück an den abgewählten Bruchpiloten Roland Koch. Der bleibt jetzt mit Ihnen hier schön auf der Rollbahn stehen und wir streiten uns weiter, wo es hingehen soll. Wir hoffen, der Flug mit der SPD hat Ihnen gut gefallen und Sie buchen uns bald wieder. Ne? Nehmen Sie sich die Freiheit, bevor sie Ihnen genommen wird. Zum Beispiel vom bösen Chinesen. Der Chinese zeigt ja jetzt sein wahres Gesicht. Ne? Genau wie Knut, dieser Karpfenfresser da in Berlin. Sehen Sie, was haben wir den Chinesen bewundert, oder? Als er den Transrapid gebaut hat, was haben wir den bewundert? Wenn der Chinese für die Transrapid-Trasse eine Riesenschneise durch dicht besiedelte Wohngebiete sprengt, ohne Rücksicht auf Verluste, dann sind wir neidisch in Deutschland. Ja, der Chinese, der lässt sich seinen technologischen Fortschritt nicht von Bürgerinitiativen, Umweltschützern und Nacktohrfledermäusen da aufhalten, meine Damen und Herren. Nur wenn der Chinese mit derselben Brachialgewalt die Lage in Tibet unter Kontrolle zu versuchen bekommt, dann ist der Deutsche plötzlich ganz entsetzt. Dann ist der Deutsche genauso entsetzt wie der Zoobesucher in Berlin, wenn der Knut vor seinen Augen einen Karpfen frisst. Haben Sie das mitbekommen? Natürlich, wir wissen alle, der Eisbär ist das gefährlichste Raubtier der Welt. Aber doch nicht unser Knut. Unser süßer, niedlicher Knut. Das kann er doch nicht machen. Jetzt haben Sie das mitbekommen? Die haben in dem Gehege von dem Knut im Wassergraben ein paar Karpfen ausgesetzt, um die Algen da zu bekämpfen. Was macht der süße Knut? Der zerfleischt vor den Augen der völlig entsetzten Zoobesucher diese Karpfen auf Bestie. Die Leute waren entsetzt. Was machen Sie mit Menschen, die über sowas entsetzt sind? Die kann man doch nur noch als Eisbärfutter verwenden, meine Damen und Herren. Aber der Chinese hatte doch fest versprochen, die Menschenrechte einzuhalten, oder? Gut, manche Männer versprechen ihnen die ewige Treue, nur um ihnen die Unschuld zu rauben. Aber der Chinese hatte doch fest versprochen, sonst hätten wir eben doch diese unschuldigen Olympischen Spiele niemals gegeben. Die Weltfestspiele der Anabolika-Fresser und Eigenblutsäufer. Sagen Sie, wie gefällt Ihnen eigentlich diese neue olympische Disziplin? Fackel ausblasen. Alles bloß? Alles bloß, weil wir kurz vor der Olympiade noch gemerkt haben, dass der Chinese seit 50 Jahren Tibet besetzt hat.
Gut, viele Länder sind besetzt. Ne? In Palästina werden auch schon mal Unschuldige erschossen von der Besatzungsmacht. Aber die haben kein Lama, das die Fackel ausspucken kann. Man hätte doch diese Krawalle vorhersehen müssen, meine Damen und Herren. Ich will als erstmal von den Demonstranten verlangen, dass sie alle Klamotten ablegen, die in China hergestellt worden sind. Da könnte man die meisten schon wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verhaften. Und überhaupt... Ich hätte diese Fackel sicher transportiert, meine Damen und Herren. Da gibt es eine Möglichkeit, das Papamobil zum Beispiel, das muss doch irgendwo sein. Das wäre doch die Idee gewesen. Der Dalai Lama mit der Fackel im Papamobil auf Weltreise. Das wäre ein Zeichen gewesen. Boykott, das ist doch inspirationslos. Man muss intelligente Formen von Protest finden, meine Damen und Herren. Die Staatsoberhäupter müssen hin zur Eröffnungsfeier. Die müssen alle hin. Die müssen alle auf die Ehrentribüne im Kostüm vom Dalai Lama. Das würde die chinesische Propaganda nie verkraften. Allein diese Vorstellung, Merkel, Bush und Sarkozy im Kostüm vom Dalai Lama. Ja, meine Damen und Herren, wenn alle Stricke reißen, da kann man sich nicht mal mehr aufhängen. Zu den großartigen Neuerungen, die sich unsere Volksabtreter für dieses Jahr ausgedacht haben, gehört ja der Gesundheitsfonds. Da haben Sie schon von gehört, ja. Es war ja bis jetzt so. Bis jetzt haben wir ja die Versicherungsbeiträge an die Krankenkassen überwiesen und die haben das Geld verteilt. An die Ärzte, die Apotheker, die Pharmaindustrie, den Rest haben die in Gulli geschmissen. Und dieses System hat sich als zu teuer und zu kompliziert erwiesen. Und deshalb ist jetzt dieser neue Gesundheitsfonds noch dazwischen geschaltet worden. In Zukunft ist es so, Sie zahlen das Geld weiter an die 247 verschiedenen Krankenkassen und die überweisen das dann erstmal an den Gesundheitsfonds. Das ist so ein extra neuer Topf, ja. Und in diesem Topf wird das Geld erstmal aufgekocht, ein bisschen gewürzt und nachgerührt. Und dann wird das Geld wieder zurücküberwiesen an die 247 Krankenkassen. Das ist wirklich so. Und die verteilen das dann wie bisher an die Ärzte, die Apotheker, die Pharmaindustrie, der Rest wird in den Gulli geschmissen. Und allein dadurch, dass das Geld zwischendurch einmal in diesem Fondtopf landet, dadurch wird alles günstiger. Das ist das Wahnsinnige an diesem System. Es ist das Prinzip des Umtopfens. Die gehen davon aus, wenn sie das Geld oft genug umtopfen, hat es Zeit, sich fortzupflanzen. Jetzt hat sich ja schon 2 Monate nach Einführung dieser wunderbaren neuen Reform, da hat sich herausgestellt, wir Beitragszahler zahlen durch die Reform höhere Beiträge und bei den Ärzten kommt weniger Geld an. Also zielgenauer kann eine Reform eigentlich nicht funktionieren. Die haben... Die haben jetzt ein System entwickelt, das ist weltweit einmalig. Je mehr Geld wir als Beitragszahler in die Versicherung reinpumpen, desto weniger kommt bei den Schaffenden im Gesundheitswesen tatsächlich an. Ich habe das mal nachgerechnet, meine Damen und Herren. Seit 2004 sind meine Krankenkassenbeiträge um 26% gestiegen. Als Ausgleich haben die dann dieses Begrüßungsgeld beim Arzt eingeführt. Und ich darf jetzt einen Teil der Medikamente, die früher auf Rezept waren, darf ich jetzt selber bezahlen. Aber ich will nicht jammern. Ich will wirklich nicht jammern, meine Damen und Herren. Ich muss nur mehr zahlen. Das macht mich nicht ärmer. Die Ärzte aber, die kriegen weniger Geld. Und zwar, je mehr wir einzahlen, desto weniger Geld bekommen die. Jetzt dieses Jahr eine Arzthonorarerhöhung von 10%. Ja, 3 Milliarden mehr Arzthonorare und bei den Ärzten kommen 30% weniger an. Man kann nur hoffen, dass die nicht mit derselben Berechnungsmethode unsere Zuckerspiegel ermitteln. Mehr Geld kommt immer bei den Abgeordneten an. Das ist ganz wichtig in dem ganzen politischen System, weil was glauben Sie, was die Medikamente kosten, die man schlucken muss, um solche Reformen überhaupt entwickeln zu können? Was ich auch ganz spannend finde, ist mein neues Verhältnis zu meiner Krankenkasse. Früher hatte meine Krankenkasse ein großes Interesse daran, dass ich gesund bin und möglichst nicht zum Arzt gehe. Jetzt auf einmal wollte die, dass ich krank bin. Am besten soll ich chronisch krank sein. Ja, es ist wirklich so. Ja, weil für chronisch Kranke bekommt die Krankenkasse aus dem Gesundheitsfonds mehr Geld als für Normalkranke. Deshalb kämpfe ich jetzt um die chronisch Kranken bei den Kassen. Und ich soll jetzt zum Arzt gehen und mich möglichst in regelmäßigen Abständen chronisch krank schreiben lassen. Immer wieder bescheinigen lassen. Jetzt sagt der Arzt natürlich, Moment mal, was habe ich denn davon, wenn ich dich jetzt chronisch krank schreibe?
Ja, der Patient läuft ständig bei mir auf, was hab ich denn? Kriege ich da auch was ab? Wenn die Krankenkasse mehr Geld für chronisch Kranke kriegt, will ich da auch was von haben, sagt der Arzt. Und tatsächlich, in Bayern und Baden-Württemberg haben dann jetzt schon im Februar haben die ersten Ärzte angefangen zu sagen, wisst ihr was, wenn wir nicht beteiligt werden, dann schreiben wir nur noch ganz leichte Diagnosen auf. Da ist hinterher überhaupt keiner mehr richtig krank, das ist ja nur auch keine Lösung, oder? Und deshalb werden die Krankenkassen sich natürlich mit den Ärzten einigen und die werden die dann irgendwie beteiligen. Das wird dann so ablaufen, wenn ein Arzt sie dann chronisch krank schreibt, dann kriegt er so eine Art Abwrackprämie. Abwrackprämie ist super, machen wir jetzt überall, auch die Kneipen, retten wir mit Abwrackprämien. Jeder, der nachweist, der ist seit 9 Jahren Stammgast in einer Kneipe, in einer Eckkneipe, der kriegt einen Alkoholgutschein über 2500 Euro, sagen wir mal. Bedingung ist, muss in einer Woche eingelöst werden. Das ist eine Abwrackprämie, da hat noch die Rentenkasse was von. Ich werde jetzt mal bei meiner Krankenkasse anrufen und fragen, was ich denn davon habe, wenn ich mich chronisch krank schreiben lasse. Aber ich ahne schon, was Sie sagen. Die werden sagen, natürlich beteiligen wir auch Sie als Patient an dem Geschäft mit höheren Krankenkassenbeiträgen. Ja, es gibt ja gar mit Deutschland. Das liegt ja nicht zuletzt daran, dass hier immer mehr das Kommando übernommen wird von Juristen und BWLern. Die vermehren sich ja inzwischen wie die Kanickel und richten auch ähnliche Schäden an. Wie sagt der Volksmund, er war Jurist und auch sonst von mäßigem Verstand. Und Jura ist ja der Tampon unter den Studienfächern, falls Sie das nicht wissen sollten. Sie kennen den alten Witz von dem 6-Jährigen, der sich OB-Tampons zu Weihnachten gewünscht hat. Ne, kennen Sie nicht? Ein 6-Jähriger Junge möchte OB-Tampons zu Weihnachten haben. Und die Mutter sagt, hör mal Junge, was willst du denn mit den Tampons? Ja, sagt der Kleine, haben die in der Werbung gesagt. Damit kann man Radfahren, schwimmen, Skilaufen. Und so ist das mit Jura auch. Vollgesaugt mit sinnlosem Wissen können Sie hinter allen anderen sagen, wie Sie Ihren Job zu machen haben. Wenn Sie Jura studiert haben, können Sie hinter der Wirtschaft Konzerne ruinieren. Als Politiker können Sie Städte und Gemeinden platt machen. Sie können als Verwaltungschef in den Krankenhäusern den Ärzten erklären, wie die Arbeit zu machen hat. Mit Jura geht das alles. Und wenn es für Jura intellektuell nicht ganz reicht, nehmen Sie einfach BWL. Geht auch. Diese ganzen jungen Schnösel, die inzwischen hier rumlaufen. Wie hat ein kluger Mann mal gesagt, das Schlimmste in der Jugend von heute ist, dass man nicht mehr dazugehört. Zum Glück haben wir unsere Kanzlerin, die kommt ja mit allen klar. Merkel hat ja das Motto, um diese Probleme in den Griff zu bekommen, müssen wir eine gemeinsame Lösung finden. Das funktioniert, das hat auch in Lübeck jetzt wieder wunderbar funktioniert mit der gemeinsamen Lösung. Wir sind voll dabei, also die Merkel hat gesagt, die Bundesregierung steht voll und ganz hinter der UN-Resolution zu Libyen. Deshalb haben wir uns auch der Stimme enthalten. Also meine Bitte, meine Damen und Herren, wenn sich alle im Land, die voll und ganz hinter der schwarz-gelben Bundesregierung stehen, bei der nächsten Wahl bitte mal der Stimme enthalten könnten. Dann kämen wir einer gemeinsamen Lösung einen großen Schritt näher. Bin ich fest von überzeugt. Der Westwelle hält sich alle Optionen offen. Er will ein Waffenembargo gegen Libyen, aber er will es nicht mit durchsetzen. Das ist ja auch eine spannende Frage. Warum muss so ein Waffenembargo überhaupt kontrolliert werden? Sagen Sie mal, wenn sich alle einig sind auf dieser Welt, dass der Gaddafi ein Riesenverbrecher ist und keine Waffen mehr kriegen soll, warum muss so ein Waffenembargo dann noch überwacht werden? Wer traut da wem nicht über den Seeweg? Und warum will der Westwelle nicht mitmachen? Hat er Angst, dass deutsche Soldaten auf deutsche Waffenhändler schießen müssen? Ja, entschuldigen Sie bitte mal, weltweiter Frieden, das ist eine schöne Sache. Dafür sollte man doch immer beten. Aber dafür können wir doch jetzt nicht hier alle Rüstungsfabriken zumachen. Wir sind der 4. größte Waffenexporteur der Welt. Wenn morgen weltweiter Frieden ausbricht, dann können Sie unseren Aufschwung einpacken. Weltweiter Frieden, sagen unsere Rüstungskonzerne. Warum nicht gleich noch Pest und Cholera? Wir leben ja nicht nur für den Verkauf der Waffen. Wir sind ja auch mit die besten Produzenten von Prothesen, meine Damen und Herren. Weil wir genau wissen, welche Schäden diese Waffen anrichten, können wir da die entsprechenden Produkte entwickeln. Das sind ja Systemangebote, die wir der Welt da machen. Der Himmel bewahre uns vor dem Weltfrieden. Das Schlimmste, was unserer Wirtschaftsform passieren kann, ist, wenn die Menschen weltweit Vernunft annehmen. Wir sind Exportweltmeister. Wir leben davon, dass möglichst viele Menschen über ihre Verhältnisse leben. Wenn morgen weltweit die Menschen Vernunft annehmen, ist der Kapitalismus am Ende. Wir exportieren nach Europa. Über die Hälfte allem, was wir produzieren, exportieren wir nach Europa. Wenn die Griechen, die Portugiesen, die Spanier
morgen plötzlich vernünftig werden, das heißt auf die verrückte Idee kommen, nur noch das zu kaufen, was sie sich leisten können, dann können sie hier die griechische Fahne hissen. Es heißt, diese Lotterländer ruinieren uns. Man kann es auch umgekehrt sehen, wir ruinieren die. Wir leihen denen Geld, damit die unseren Scheiß kaufen können. Wir leihen den Griechen Geld. Die Merkel ist ja letzten Sommer dahin gefahren, hat denen einen Milliardenkredit hingelegt. 10 Milliarden Euro Kredit. Da steht bei unserer Zeitung, das Geld sehen wir nie wieder. Das ist doch für immer weg. Was für ein Quatsch. Am selben Tag hat die Merkel den Griechen einen Kaufvertrag für 2 neue U-Boote von deutschen Werften hingelegt. Die passen schon auf, dass die Griechen von dem geliehenen Geld keinen Scheiß kaufen. Und die U-Boote brauchen die Griechen, um sie in der Krise über Wasser zu halten. Gar keine Frage. Wir leihen diesen Ländern Geld, davon kaufen die unsere Produkte und zahlen unsere Zinsen dafür. Wir ziehen die Griechen gleich doppelt über den Tisch. Und das, was wir mit den Griechen machen, machen die Chinesen mit den Amerikanern. Das ist der einzige Trost an der ganzen Sache. Die Amis sind die Griechen der Chinesen. Die Chinesen haben den Amerikanern inzwischen so viel Geld geliehen. Wenn die das eines Tages wieder haben wollen, dann können sie die Amis alle nackt über den Zaun hängen. Da ist da überhaupt nichts mehr. Aber wenden wir uns von dieser furchtbaren Vorstellung ab. Viel Spaß, Herr. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Wie geht es Ihnen? Sie erleben mich entspannt und fröhlich. Ja, wie? Wie? Kein Merkel-Hochdruck mehr? Nichts mehr? Nein, ich bin völlig zufrieden. Fix die Rösler weg. Teppichhändler Niebel weg. Ja. Westerwelle. Döring. Schwüle. Bah, alle weg. Ja, so kann es im Leben gehen. Sie zielen auf einen kapitalen Zwölfender und am Ende sind sie froh, wenn sie verpeilte Feldhamster geschossen haben. Hm. Apropos Veggie Day. Trittin, Künast, Claudia Roth, auch weg. Auch alle weg. Ich sehe, Sie haben es begriffen. Sie haben endlich eingesehen, man kann diese Frau nicht abwählen. Man kann sie nur überleben. Ja. Sie hat einfach das Glück, dass die Gegner sie unterschätzen und die Wähler sie überschätzen. Tja, sie hat in der Großen Koalition die SPD dezimiert. Die FDP eliminiert. Ja, man wächst mit seinen Aufgaben. Ja, und wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen. Bei der nächsten Wahl ist sie gerade mal 63. Das heißt, ihr bleiben noch 4 Jahre bis zur Rente mit 67. Ach, jetzt sehe ich gerade Adenauer, wenn man den als Maßstab nimmt. Nein, jetzt ist es nicht mehr lustig. Jetzt hat der Spaß ein Loch. Die Merkel hat einfach einen Trick drauf, da fallen die alle immer wieder drauf rein. Wenn die vor der Merkel stehen, schimpfen, toben, sauer sind und auf sie einreden, dann dreht die Merkel sie einfach um und sagt, die stehen hinter mir. Wie oft sich allein schon François Hollande hinter der Merkel wiedergefunden hat, ohne zu wissen, wie er da hingekommen ist. Die meisten haben inzwischen begriffen, man kann diese Frau nicht angreifen. Jeder weiß, ein Kind, das seine Mutti schlägt, kriegt das Händchen abgesägt. Und sie hat ja auch einen ganz eigenen Stil entwickelt, das muss man ihr lassen. Wenn einer was sagt, was ihr nicht passt, dann sagt sie nicht, das ist falsch oder das sehe ich anders oder das ist Blödsinn. Dann sagt die Merkel so einen Satz wie, das ist nicht mein Duktus. Da kann der andere nicht mal sauer sein. Sie können ja nicht auf einen Menschen sauer sein, der einen Duktus hat. Am Ende ist es noch so eine Frauensache, da haben sie richtig die Arschkarte. Und der Duktus der Kanzlerin ist zum Teil atemberaubend. Ich sehe sie noch da sitzen, Pressekonferenz, am Tag nach der Atomkatastrophe in Fukushima. Da sitzt sie da und sagt wörtlich, man kann an einem solchen Tag nicht sagen, dass die Kalkkraftwerke sicher sind. Sie sind sicher? So einen Satz hätte der Steinbrück gar nicht überlebt. Den hätten die dem auf die Stirn tätowiert, als Beispiel dafür, dass man sie im selben Satz widersprechen kann, ohne dazwischen Luft zu holen. Nur die Merkel kommt mit sowas durch. Die kommen mit allem durch. Die Deutschen sind wild entschlossen, diese Frau gut zu finden. Die kann machen, was sie will. Sie hat fast alles versucht. Aber die...
Die Deutschen sind, 70% der Deutschen finden Angela Merkel gut. Seit Jahren. Es gab diese legendäre Umfrage. Da fanden 70% die Regierung beschissen und 70% fanden die Merkel gut. In derselben Umfrage. Das waren auch dieselben 70%, da gehe ich schwer von aus. Die bringen die Merkel mit der Regierung gar nicht in Verbindung. Das kann... Das kann der Deutsche trennen. Der Deutsche wird später sagen, wenn das die Merkel gewusst hätte. Und ich glaube nicht, dass er jetzt wirklich alles weiß. Da wird die doch ein anderes Gesicht machen, hören Sie mal. Entschuldigen Sie bitte mal. 25% der erwerbsfähigen Bevölkerung in diesem Land können wir keine Stelle anbieten, bei der mehr als 700 Euro netto im Monat rumkommt. 40% der Deutschen dürfen sich auf Altersarmut freuen. Das sind offizielle Zahlen vom Arbeitsministerium. Das kann die Frau doch nicht wissen. Sonst könnte sie sich nicht dahinstellen und mantramäßig wiederholen, Deutschland geht es gut und ich möchte, dass das so bleibt. Sehen Sie, das ist gar keine Raute der Macht. Das ist eine Form von Selbsthypnose, die leider auch beim Gegenüber funktioniert. Der Wähler ahnt, dass die Euro-Krise nicht mal in Ansätzen gelöst ist. Der Wähler weiß, dass man auch von 8,50 Euro Stundenlohn kein anständiges Leben führen kann. Er spürt, dass das Gesundheitssystem genauso vor sich hinbröselt wie unsere Infrastrukturen von Brücken und Straßen. Und er weiß, dass 10% der Schulstunden ausfallen und dass der Pflegenotstand in Altenheimen längst ausgebrochen ist. Aber der Wähler will sich an irgendwas festhalten. Und dann starrt er auf das Hypnose-Dreieck der Macht. Vertraue mir. Und dann schlägt der Wähler die Hände vors Gesicht und sagt, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Der Wähler will keine schlechten Nachrichten hören. Und er will, der deutsche Wähler schon gar nicht. Und der deutsche Wähler will auch keinen Streit. Er will keine Diskussion, keinen Palaver. Im Grunde will der Deutsche auch keine Demokratie. Eigentlich möchte der Deutsche einen gütigen König an der Spitze. Und das hat die Merkel begriffen und sie gibt uns Queen Mum. Sie lässt sich als Queen Mum in der Sänfte des Land tragen und sondert ihre Sprechblasen ab. Und das Geniale ist, ihr ist völlig egal, wer ihr die Sänfte trägt. Da ist sie nicht wählerisch. Wenn da einen Koalitionspartner schlapp macht, ruft sie den nächsten Träger. Komm her. Inzwischen scheint ihr sogar egal zu sein, wo die Sänfte hingetragen wird. Steuererhöhungen? Warum nicht? Hören Sie mal, diese Frau hat 8 Altatommeiler von heute auf morgen ohne gesetzliche Grundlage stilllegen lassen, deren Laufzeiten sie ein halbes Jahr vorher noch mal extra verlängert hatte. Der ist völlig Wurst, wo die Sänfte hingetragen wird. Die will da nur drin sitzen. Meine neueste Theorie ist, die Frau interessiert sich für Politik überhaupt nicht. Die ist einfach nur gerne Kanzlerin. Oder nicht gerne zu Hause. Ne? Vielleicht kann sie da mal einer hintragen. Und Sie wissen, wer in diesem Land bekommt schon das, was er verdient hat. Sehen Sie, der eine verdient einen Tag Prügel, kriegt stattdessen einen fetten Ehrensold. Die anderen reiben sie an der Front im Krankenhaus, im Altersheim auf und was bekommen sie statt einer Lohnerhöhung? Einen kleinen Inflationsausgleich. 6,5% mehr Lohn im öffentlichen Dienst, das hört sich super an, ist aber auf 2 Jahre verteilt. Im ersten Jahr gibt es nur 3,5% mehr. Und wenn Sie davon mal die Sozialversicherungsbeiträge und die Steuern abziehen, dann landen Sie bei knapp über 2% netto mehr für die Menschen. Und das ist genau unsere Inflation. Das heißt, der ganze Arbeitskampf im öffentlichen Dienst, inklusive Warnstreiks, hat gerade mal dazu geführt, dass die Menschen nicht weniger im Portemonnaie haben als im Jahr davor. Das nennen die dann in der Presse einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Und den muss man auch genommen haben, um sowas schreiben zu können. Als Ausgleich bekommt das Volk dafür den Bundespräsidenten, den es gewollt hat, den Bundespräsidenten der Herzen. Ich hätte ja so gerne mal einen fürs Hirn gehabt, aber...
Mehrheit ist Mehrheit und das ist in der Demokratie auch gut so. In Deutschland geht Pathos immer noch vor Inhalt, meine Damen und Herren. Und jemand wie der Gauck, der das Pathos so schön knattern lassen kann, der muss sich einfach gar keine Sorgen um den Inhalt machen. Sehen Sie, mit Bestrahlung tötet man Tumorzellen. Mit Ausstrahlung tötet man Hirnzellen. Und Leute wie der Gutenberg und der Gauck, die sind im Volk beliebt, weil die haben diese Ausstrahlung. Da achtet überhaupt keiner drauf, was die sagen. Das ist so eine Westerwelle. Der hat nie eine Ausstrahlung gehabt. Da hören die Leute zu und sie gruseln sich. Der Westerwelle hat doch in seinen besten Augenblicken gewirkt wie so ein verkrampfter Oberstufensprecher. Und deshalb wäre der Generationswechsel in der FDP, jetzt haben sie diesen Unterstufensprecher genommen. Da musste man sich erstmal umstellen. Ich meine, die Westerwelle konnte man hassen. Den Rösler wollte man spontan ja erstmal so einen Arm nehmen. Dieser Bambi-Effekt, ne? Komm, Kleiner, das ist alles nicht so schlimm, das wird schon, du wächst noch, was man so erzählt, wenn man einfach ist. Aber jetzt nach einem Jahr wissen wir, der wächst nicht mehr. Auch nicht an seiner Aufgabe. Seinen Doktortitel hat er noch, aber nur, weil die Doktorarbeit von Rösler so dünn ist, dass er da nicht mal Plagiat drin verstecken könnte. Der Rösler glaubt, er hat die Merkel bei der Präsidentenwahl über den Tisch gezogen. Alles, was der erreicht hat, der hat die doch jetzt am Hals. Die Merkel ist doch in solchen Situationen völlig souverän. Die hat doch im Fall Gauck wieder eindrucksvoll bewiesen, dass sie nicht an ihrer Meinung hängt. Die Merkel, die hat doch diese geniale Eigenschaft. Wenn alle vor ihr stehen, auf sie einreden, schimpfen und toben, dann dreht die Merkel sie um und sagt, die stehen hinter mir. Sie hat erst gedacht, es nützt ihr, wenn sie den Gauck verhindert. Und dann hat sie gemerkt, es nützt ihr mehr, wenn sie den Gauck an die Macht bringt. Dabei interessiert die Merkel überhaupt nicht, was der Gauck innerlich zu bieten hat. Und es ist auch völlig unwichtig. Und der Gauck habe in seiner Antrittsrede gesagt, er könne nicht alle Erwartungen erfüllen. Vielleicht erfüllt er auch nicht alle Befürchtungen. Das ist meine Hoffnung. Aber dann habe ich das erste Interview gelesen, da ging es direkt los. Er will die Bürger mit der Politik versöhnen. Ja, unser pathoslogischer Allgemeinplätzchenbäcker will die Bürger mit der Politik versöhnen. Das ist sehr rührend, Herr Gauck. Mit welcher Politik wollen Sie mich denn da versöhnen? Mit der Politik von Merkel oder mit der von Rösler? Die NPD macht auch Politik, oder? Und die Bild-Zeitung? Pastor Gauck, Sie können über Wasser gehen. Sie werden mit der Politik von NPD und Bild-Zeitung genauso wenig versöhnen können wie der von Merkel und Rösler. Das ist doch wieder mal Quatsch. Das ist doch genau dieses Gesabber. Bürger mit der Politik versöhnen. Der Gauck beherrscht von Natur aus diesen verbalen Durchfall, mit dem die Medien ständig unsere Hirne fluten, meine Damen und Herren. Aber der eine Hohlkopf schreibt es vom anderen ab. Genau wie die Politikverdrossenheit. Diese ewige Rede von der Politikverdrossenheit der Deutschen. Sehen Sie, wenn jemand nicht mehr zur Wahl geht, dann heißt es doch nicht, dass er politikverdrossen ist. Dann heißt es, dass er nicht das Gefühl hat, da noch irgendeine Wahl zu haben. Vor allem die jungen Leute sind ja nur noch politikverdrossen. Die interessieren sich ja für gar nichts mehr, außer für das nächste Apple-Produkt. Deshalb engagieren die jungen Leute sich ja auch bei Attac oder bei Demos gegen Stücke 21 oder bei der Occupy-Bewegung, weil die so desinteressiert sind. Aber wenn Sie als junger Mensch bei Occupy engagieren und gegen den Finanzkapitalismus demonstrieren, dann müssen Sie sich von diesem Gaukler, der uns mit der Politik versöhnen will, anhören, dass solche Demonstrationen unsäglich albern sind. Sie sollen sich nämlich mit der Politik versöhnen, nicht selber darüber nachdenken. Hier ist keiner Politik verdrossen. Wir sind Politiker verdrossen, meine Damen und Herren. Und das völlig zu Recht. Unsere Politiker werfen sich regelmäßig von der Oppositionsbank aus das vor, was sie selber machen, wenn sie auf der Regierungsbank sitzen. Und jetzt bilden sie alle aus Angst eine Wagenburg gegen die Piraten. Von denen haben sie Angst, denn da wird richtig diskutiert und das kann der deutsche Politiker gar nicht ertragen. Wissen Sie, was das Lustigste an der immer panischer werdenden Reaktion auf die Erfolge der Piraten in Umfragen ist? Menschen, die in ihrem ganzen Leben noch nie ein einziges Wahlprogramm gelesen haben, die schimpfen darüber, dass die Piraten keines haben. Ich weiß nicht, was sie beim letzten Mal gewählt haben. Ich will das doch nicht wirklich wissen. Aber ich wette mit Ihnen, wenn ich Sie jetzt frage, was die von Ihnen favorisierte Partei in ihrem letzten Wahlprogramm zum Thema Bildung zu sagen hat, dann können Sie nur mit den Schultern zucken. Kein Mensch liest Wahlprogramme, aber die Piraten sollen gefälligst eines haben, damit der Deutsche sagen kann, sowas lese ich nicht. Man hat uns daran gewöhnt, Gesichter zu wählen, keine Inhalte. Und etwas Inhaltsleereres als Merkel gibt es überhaupt nicht mehr. Die Frau hatte noch bei jedem Thema nach ein paar Jahren das Gegenteil von dem getan, was sie vorher vertreten hatte. Wehrpflicht, Hauptschule, Mindestlohn, Rettungsschirm. Immer
immer nach ein paar Jahren sagt sie, nee, wir machen das jetzt doch anders. Sehen Sie, wenn die Merkel das nächste Mal was vorstellt, soll man einfach sagen, Frau Merkel, prima, dann machen wir doch gleich das Gegenteil von dem, was Sie vorschlagen. Da sind wir langfristig auf der sicheren Seite. Meine Damen und Herren, manche Rätsel lösen sich ja erst mit der Zeit. Zum Beispiel haben Sie sich nicht auch schon mal gefragt, wo die ganzen Milliarden geblieben sind, die wir in die Abwrackprämie gepumpt haben, um diese Automobilindustrie zu retten in der großen Krise 2009? 17 Millionen von dieser Abwrackprämie, die wir ja mit Milliarden neuer Schulden finanziert haben, sind jetzt wieder aufgetaucht. Ja, weil VW-Chef macht den Winterkorn als Jahresgehalt. Millionen Jahresgehalt für den Winterkorn. Für das Geld hätte VW dem Wulf 85 Jahre lang den Ehrensold auszahlen können. Und das wäre doch eigentlich angemessen gewesen, oder? So als kleines Dankeschön für die Abwrackprämie. Und der Ehrensold ist im Falle Wulf doch auch so eine Art Abwrackprämie. Aber so ist das in der freien Wirtschaft. Sehen Sie, wenn die Konzerne und die Banken in Schwierigkeiten sind, dann muss der Steuerzahler ran. Sobald die wieder richtig Kohle verdienen, dann trösten die uns damit, dass sie jetzt ja auch wieder Steuern zahlen. Denn der Winterkorn, der muss ja inklusive Soli- und Reichensteuer, muss der ja von den 17 Millionen fast die Hälfte abgeben. Jetzt stellen Sie mal vor, Sie müssen 8,5 Millionen Euro an den Fiskus überweisen. Da kommen einem schon die Tränen, oder? Wenn er nur 8,5 Millionen netto überbleiben von dem, wofür die Arbeiter am Band geschuftet haben. Und damit bei VW keine Neiddebatte aufkommt, hat VW sich nicht lumpen lassen. Die haben auch an alle anderen Mitarbeiter eine Prämie ausgeschüttet. 7.500 Euro, also nicht für alle. Das wäre ja gerecht. Und so weit kommt das in Deutschland noch. Nein, die Festangestellten, die haben 7.500 Euro Prämie bekommen. Wenn Sie als Leiharbeiter für VW schuften, dann bekommen Sie zum Ausgleich dafür, dass Sie weniger Geld verdienen als die Festangestellten, auch keine Jahresprämie. Denn der kleine Mann hat längst den ganz kleinen Mann im Niedriglohnsektor unter sich. Denn der kleine Mann muss motiviert werden. Er muss ja produktiv sein. Er muss ja die Aktionäre bei Laune halten. Er muss sie ernähren. Und er muss natürlich auch das Geld verdienen, das den Vorstandsbossen und diversen brasilianischen Nutten in ihre Kopföffnung geschoben wird. Er muss gleichzeitig mit seinen Steuern noch die Rettungspakete bezahlen, die seinen eigenen Arbeitsplatz retten sollen. Die Abfahrtprämie muss der kleine Mann ja auch mit Steuern bezahlen. Und die Abfahrtprämie wurde nötig, weil Casino-Kapitalisten bei den Banken sich verspekuliert hatten. Und die Schulden, die wir machen mussten, um die Banken zu retten, die muss der kleine Mann mit seinen Steuern ja auch noch bezahlen. Also der kleine Mann muss sich selbst ernähren. Er muss die Aktionäre bei Laune halten, gleichzeitig muss er mit seinen Steuern seinen eigenen Arbeitsplatz sichern helfen und die Bankenschmorotzer auch noch retten. Das ist der ganz normale Wahnsinn, meine Damen und Herren. Und